Eines der eindrucksvollsten Erlebnisse für mich war eigentlich das zu sehen, wie ich einen alten Mann, einen erblindeten, am grauen Star erblindeten alten Mann gesehen habe, der von seinem ältesten Sohn zur Operation geführt wurde und der nach der Operation in einem ganz einfachen weißen Kittel mit einem an Blindenstock, wo bei der Blindenstock in Afrika etwas ist, wo man am Stock geführt wird. Und dann zu sehen, wie nach der erfolgreichen Operation, die von einem einheimischen Operateur durchgeführt wurde, dieser alte Mann in seinem weißen Kittel die Klinik in Zorgo wieder verlassen hat, in Burkina Faso, und den Stock genommen hat und hinter seinem Rücken mit seinen Händen verschränkt gehalten hat und selbstständig wieder fortgehen konnte. Das ist so das, was ich für mich mit Licht für die Welt verbinde, nämlich nicht nur, dass man erblindeten Menschen das Sehen wiedergibt, sondern auch seine Würde.